Das bringt der Tag. Für alle, die wissen wollen, was heute wichtig ist. Ein Podcast von Welt. Schönen guten Morgen. Es ist Montag, der 27. Mai. Ich heiße Imke Rabiga und ich freue mich, mit Ihnen gemeinsam in die Woche zu starten. Hinter uns liegt ein turbulentes Wochenende. Ganz Deutschland spricht über ein Handyvideo, das eine Gruppe junge Feiernde auf der Insel Sylt zeigt, die rassistische Nazi-Parolen in die Kamera singen. Jetzt ermittelt der Staatsschutz deshalb und das Thema wird uns vermutlich noch eine Weile beschäftigen. Mitten hinein in diesen Aufruhr begibt sich der französische Präsident Emmanuel Macron auf einen historischen Besuch nach Deutschland. Zum ersten Mal seit 24 Jahren ist ein französischer Präsident auf einem solchen Staatsbesuch. Beim letzten Mal besuchte Präsident Jacques Chirac noch Kanzler Gerhard Schröder. Nun reiste Emmanuel Macron nach Berlin. 3 Tage lang geht die Reise und es steht viel auf dem Spiel für beide Nationen. Um welche Themen es bei Macrons Besuch gehen wird und wie es um die deutsch-französische Freundschaft steht, darüber berichtet heute unsere Frankreich-Korrespondentin direkt hier nach den Nachrichten. Ich bin Colin Mock, guten Morgen und das sind unsere wichtigsten Nachrichten des Tages. Die Ergebnisse der Kommunalwahl in Thüringen kommen bei CDU und Linke im Land gut an. Thüringen sei nicht mit einem Schlag blau geworden, sagte die linke Parteichefin Grosse-Rötig mit Blick auf die AfD. Die kommt zwar nach der Auszählung fast aller Stimmen bisher in mehrere Stichwahlen, konnte aber keinen Kreis direkt für sich holen. Nur im Altenburger Land belegt die AfD laut Zwischenergebnis den ersten Platz. In den kreisfreien Städten scheiterten die Kandidaten oder es gab erst gar keine. Die Kommunalwahl gilt als richtungsweisend für die anstehende Landtagswahl. In Umfragen dazu lag die AfD zuletzt deutlich vorne. In einem Prozess um Russland-Spionage vor dem Oberlandesgericht in Düsseldorf wird heute das Urteil erwartet. Der Angeklagte ist ein ehemaliger Offizier der Bundeswehr. Der 54-Jährige hatte im Beschaffungsamt der Bundeswehr gearbeitet. Ihm wird vorgeworfen, Infos aus dem Job ans russische Generalkonsulat in Bonn und die Botschaft in Berlin weitergegeben zu haben. Das hat er auch weitgehend gestanden. Die Anklage forderte 3,5 Jahre Haft. Weitere Militärhilfe für die Ukraine. Darüber beraten heute die Außenminister der Europäischen Union. Der ukrainische Außenminister Kuleba dürfte in einer Videoschalte erneut Flugabwehrsysteme und andere Waffen fordern. Bundesaußenministerin Baerbock unterstützt das. In der EU war das Echo bisher allerdings verhalten. Weitere Themen bei dem Treffen sind der Gaza-Krieg und die Lage in Georgien. Trotz verschiedener Uneinigkeiten in den vergangenen Monaten, sei es, wenn es um die Frage nach der richtigen Unterstützung für die Ukraine ging oder den strategischen Umgang mit den Wirtschaftsmächten China und Amerika, halten beide Nationen nach außen hin ihre deutsch-französische Freundschaft hoch. Und sie betonen das gemeinsame Ziel, die EU zu stärken. Der Besuch Macrons soll nun die Einzigartigkeit der deutsch-französischen Freundschaft zelebrieren, so der Gastgeber und deutsche Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier. Wie intakt diese Freundschaft allerdings aktuell wirklich ist und was für Deutschland und Frankreich derzeit auf dem Spiel steht, das weiß unsere Frankreich-Korrespondentin Martina Meister. Hallo, liebe Martina. Ja, guten Morgen nach Berlin, liebe Imke. Gestern ist Macron in Berlin angekommen. Wie läuft die Reise nun ab? Naja, er war gestern beim Demokratiefest und dann gab es danach ein Staatsbankett im Schloss Bellevue. Und heute Morgen geht es eher um Gedenken an die ermordeten Juden. Das steht auf dem Programm. Nach einem Besuch des Holocaust-Denkmals wird der Präsident Serge und Beate Glasfeld ehren. Also Serge Glasfeld mit dem Großen Kreuz und sie mit dem Verdienstorden. Die beiden sind ja als Nazi-Jäger bekannt und in die Geschichtsbücher eingegangen. Und sie sind außerdem seit 64 Jahren unzertrennlich, also ein deutsch-französisches Vorbild. Und am Nachmittag dann, das ist dann sicherlich der Höhepunkt dieses Besuchs, seine Rede vor der Dresdner Frauenkirche, vor jungen Deutschen, Polen und Tschechen über Europa. Und am Dienstag holt er sich in Münster den Preis des Westfälischen Friedens ab, den er eigentlich schon letztes Jahr hätte entgegennehmen sollen. Und dann geht es zurück nach Berlin, weil sich nach dem Staatsbesuch auch noch ein deutsch-französischer Ministerrat in Merseburg anschließt. Also ein ziemlich volles Programm für die kurzen Tage. Jetzt ist es der erste Staatsbesuch dieser Art seit 24 Jahren für einen französischen Präsidenten. Warum gerade jetzt? Eigentlich muss man fragen, warum erst jetzt? Weil wenn man das mal hochrechnet, du hast recht, 24 Jahre hat es keinen gegeben. Seit 1962, also diesem großen historischen Besuch von Charles de Gaulle nach dem Krieg, hat es insgesamt 6 Staatsbesuche eines französischen Präsidenten in Deutschland gegeben. Also eine ganze Weile viele und dann gar nichts mehr. Das kann also irgendwie nur heißen, dass man dieses protokollarisch ja irgendwie diese höchste Form und irgendwie
diesen formalen Besuch für nicht mehr zeitgemäß hielt. Offensichtlich hat sich das Gefühl breit gemacht, dass man sich ja ohnehin ständig sieht, in den unterschiedlichsten Formaten, in Berlin, Paris und Brüssel, im Weimarer Dreieck, im G7, G20. Und deshalb so ein offizieller, förmlicher Besuch überflüssig ist. Es ist jetzt ganz sicher auch ein Versuch, irgendwie der kriselnden deutsch-französischen Beziehung wieder etwas mehr Feierlichkeit und mehr Symbolik zu verleihen. Dass es jetzt ausgerechnet kurz vor den Europawahlen stattfindet, war eigentlich nicht so geplant, denn eigentlich hätte ja Macron im Juli vergangenen Jahres kommen sollen. Da musste er den Besuch aber in letzter Sekunde absagen, weil in Frankreich die Banlieues brannten und die Jugendlichen auf die Barrikaden gingen. Also da war hier ziemlich viel los und es wäre nicht gut rübergekommen, wenn er da das Land verlassen hätte. Und wenn wir nochmal auf die Themen blicken, was wichtig wird, welche Themen stehen ganz oben auf der Agenda? Na, erstmal muss man sagen, dass es wirklich hier um die Symbolik geht. Das heißt, außer beim Staatsbankett gestern Abend gibt es überhaupt keine Begegnung zwischen Macron und Scholz. Die treffen sich dann erst wieder in Meseburg. Aber natürlich ist dieser ganze Staatsbesuch eine Art Auftakt, ein trommelndes Vorspiel für einen deutsch-französischen Ministerrat, wo es dann um die wichtigen Themen natürlich geht, die da wären. Wie kann Europa wieder wettbewerbsfähig werden? Was für Initiativen kann man gemeinsam lancieren, um wieder so eine Art Lokomotivenfunktion zu übernehmen? Also sicherlich werden da Ansagen gemacht in Sachen künstlicher Intelligenz. Und auch, wie lässt sich die Verteidigung finanzieren, die Ukraine-Hilfe, der Green Deal, all diese Fragen. Und da haben Scholz und Macron bekanntlich völlig andere Vorstellungen. Und wir wissen auch, dass die Franzosen hoch verschuldet sind und wieder gemeinsame Schulden am liebsten aufnehmen würden, wie während der Pandemie. Und die Deutschen reagieren auf solche Vorstöße regelrecht allergisch. Also da wird einiges zu klären sein. Stichwort Europawahlen beziehungsweise die EU als solches. Beide Länder sind ja besorgt um den europäischen Zusammenhalt. Eint die beiden Staatsoberhäupter diese Sorge und wird das jetzt auch ein Thema bei Macrons Besuch sein? Naja, mein Eindruck ist eigentlich, dass sie gar nichts teilen mehr, nicht einmal mehr die Sorgen. Der deutsche Kanzler hat ja nie wirkliche Ambitionen für Europa gehabt und hat ja auch ganz klar schon die Bundestagswahl nächstes Jahr im Auge. Das sieht man ja irgendwie an seinem Wahlkampf oder an dem Wahlkampf der SPD, der gerade geführt wird. Macron mag ein großer Visionär gewesen sein und auch auf diese Leerstelle gesprungen sein. Und ehrlich gesagt kann man ja auch sagen, seine Europapolitik ist das Einzige, was wirklich irgendwie beständig ist in seiner ganzen Haltung. Das ist unverkennbar immer wieder als Pfeiler da gewesen, auch wenn er in anderen Punkten sich sehr gedreht und gewendet hat. Inzwischen ist er aber selbst so eine Art Lame Duck, weil er ja nur noch 3 Jahre Amtszeit vor sich hat und sich dann nicht wieder bewerben kann. Er ist also auch in einer ganz kuriosen Situation. Für beide wird die Europawahl also so eine Art Test werden, aber auf andere Art. Und in Frankreich, das hast du ja vielleicht gesehen und die Hörerinnen und Hörer auch, dass Jordan Bardella, der Spitzenkandidat vom Rassemblement National, die Umfragen also mit einem überwältigenden Abstand anführt. Hier kommt es jetzt irgendwie nur noch darauf an, wie hoch wird Macron verlieren? Wie schlimm wird die Demütigung sein und welche Konsequenzen wird er daraus ziehen müssen für den Rest seiner Amtszeit? Also hier sprechen viele von Neuwahlen und so. Das wird man dann sehen. Also da haben sie völlig andere Schwerpunkte oder Probleme auch auf dem Bildschirm. Blicken wir nochmal zurück auf die deutsch-französischen Beziehungen. Friedrich Merz kritisierte zuletzt, dass es um die Beziehung zwischen Deutschland und Frankreich so schlecht wie seit Jahrzehnten nicht mehr stünde. Was ist da deiner Meinung nach dran? Und vielleicht kannst du nochmal etwas genereller sagen, was genau macht die deutsch-französische Freundschaft denn aus? Naja, also ich kann Herrn Merz da nur vollkommen recht geben. Ich bin seit sehr vielen Jahren in Frankreich und habe eigentlich noch nie gesehen, dass jemand sich so demonstrativ desinteressiert zeigt, wie es Olaf Scholz die letzten Jahre getan hat. Also natürlich behaupten Bundeskanzleramt und Élysée regelmäßig das Gegenteil und versuchen diese Krise oder diese Krisen, es sind ja immer auch wieder neue, kleinzureden. Ich finde es auch schwach und falsch, immer nur mit den unterschiedlichen Charakteren zu kommen, also zu sagen, na ja, der Scholz, das ist der Scholzomat und der Macron, das ist dieser verrückte Jupiter. Das reicht ja auch nicht als Argument. Auch Merkel und Chirac waren sehr unterschiedlich. Merkel und Hollande, die waren immer unterschiedliche Paare. Die kulturellen Unterschiede sind auch einfach da. Aber man hat sich irgendwie trotzdem ernst genommen und die Wichtigkeit gesehen, dieses deutsch-französischen Verhältnisses und dann nicht irgendwie so gepokert. Das ist wirklich ein Problem. Ich finde das eigentlich ziemlich traurig, war sehr traurig zu beobachten. Was die Beziehung ausmacht, fragst du? Ich würde es mal so formulieren, trotz der oft sehr gegensätzlichen Interessen
haben die Deutschen und Franzosen immer oder bislang immer den Willen und die Fähigkeit bewahrt, Kompromisse zu finden und dadurch Linien zu bestimmen, Richtungen festzulegen und dadurch eben in Europa voranzuschreiten und die anderen mitzuziehen. Ja, wenn dieses Modell jetzt am Ende ist, was ja nicht auszuschließen ist, ja, kann ja sein, da muss man sich natürlich fragen, wie macht man dann weiter? Was findet man, wenn dieser deutsch-französische Motor nicht mehr zieht? Da muss man sich dann irgendwie vielleicht Strukturreformen und institutionelle Reformen überlegen. Auf jeden Fall muss man das dann auch so aussprechen und nicht irgendwie so tun, als würde es weitergehen. Dann habe ich zum Schluss noch eine persönliche Frage an dich als langjährige Frankreich-Korrespondentin. Was glaubst du, mögen sich Scholz und Macron also auf einer menschlichen Ebene? Das ist natürlich eine schwierige Frage. Mein Gefühl sagt mir nö, nicht wirklich. Aber was weiß ich, ja? Wir sind dabei, wenn diese offiziellen Termine sind, wenn die Kameras klicken und die Mikros offen sind, und nicht dabei, wenn die beiden zu zweit oder zu viert am Tisch sitzen mit ihren Übersetzern. Also bei Macron kann man sagen, der ist ja irgendwie jemand, der Spaß hat, die zu charmieren. Der will die Leute irgendwie einfangen. Das hat man ja gesehen, als Trump hier in Paris eingeladen war und er ist mit ihnen auf dem Eiffelturm. Also er versucht mit allen möglichen Mitteln, die Leute zu umgarnen. Und bei Scholz, da beißt er einfach auf Granit. Da prallt er auf so eine norddeutsche Mauer der Gefühllosigkeit. Außerdem haben sie ja auch beide auf sehr unterschiedliche Art große Egos. Ja, sie fühlen sich immer im Recht. Das sind meiner Ansicht nach keine guten Voraussetzungen, um irgendwie so Händchen zu halten, wie einst Kohl und Mitterrand, die ja beide ganz stark durch den Krieg geprägt waren, die also eine existenzielle Erfahrung geteilt haben und deshalb auch diese Europa-Mission ganz anders getragen haben. Die wollten wirklich diese alte Feindschaft überwinden. Das sind ja keine Lebensbereiche, die weder Scholz noch Macron irgendwie teilen. Ich danke dir für deine Einschätzung, liebe Martina. Ich danke dir, liebe Imke. Viele Grüße nach Berlin. Das war's für heute von mir. Jetzt habe ich zum Schluss nur noch eine letzte Frage und die geht an Sie. Sollten Deutschland und Frankreich Ihrer Meinung nach wieder näher zusammenrücken? Stimmen Sie gern bei Spotify ab oder schreiben uns einfach eine Nachricht. Ansonsten wünsche ich Ihnen jetzt schon mal einen großartigen Wochenstart. Redaktionsschluss für die Nachrichten war 4:30 Uhr und unsere heutigen Meldungen wurden produziert von RegioCast.